Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zum Start eines neuen Projektes, wohl eher gesagt eine Fortsetzung, und zwar von The Walking Dead. Season 1 hatten wir ja schon. Jetzt starten wir Season 2. Und ich bin ziemlich gespannt, was uns dort erwarten wird. Für mich ist es blind, ich weiß gar nicht, ich habe mir nichts dazu bisher angeguckt, überhaupt nicht. Ich wollte halt mich komplett überraschen lassen. Und der erste Teil war ja schon gefühlt Chaos pur. Und bin mal gespannt, was uns hier alles erwarten wird. Episode 1. All that remains. What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid Junior. No. You have to admit it has a ring to it. Wir fragen mal, was wird, wenn ein Mädchen wird? Egotistical maniac. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Ich finde es ja schon mal schön, Clementine lebt noch und meine Vermutung mit der Schwangerschaft war richtig. Keep talking and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? Ha, als ob ein Zombie Hallo zurück sagt. Kontrolliere, ob die Toiletten sicher sind. Ja, aber ich habe ja die ganze Zeit gesagt, Christa schwanger, so wie sie sich verhält und alles. Ich war mir zwar nie zu 100% sicher, aber finde ich cool. Finde ich richtig cool. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Und ich finde es auch toll, dass Clementine Omid und Krista gefunden hat. Finde ich ganz gut. Und ja, in einer der Toiletten ist doch 100 pro ein Zombie. What's that? Ein Zombie-Teddybär. Zombie-Hase, Entschuldigung. Ach, da ist auch 100 pro was. Ich weiß doch jetzt schon. Nein, ist nichts. Hä? Das ist untypisch. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Ja, wahrscheinlich. Bin mir noch nicht sicher. Auch wenn da nichts ist, da passiert doch gleich was. Okay, ich bin sehr misstrauisch, ich gebe es zu. Was ist das? Wasserflasche benutzen. Erstmal Wasserhahn betrachten. Please have water. Benutze es. Figures. Oh ja, klar, na toll. Jetzt muss ich die Wasserflasche dafür benutzen. Nein, leg die Waffen doch nicht weg. Nein. Nimm die Waffe mit. Ich sag dir, nimm die mit.
Ich sag dir, der Zombiehase wird dich angreifen. Ich bin angespannt. I see you. Get out of there. You're not fooling me. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. Ich bin ein kleines Mädchen. Sie ist kein kleines Mädchen. Sie hat schon genug durchgemacht. You got anything on you? Come on, let's see. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious, what else you got? That's it. Don't lie to me, I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around, come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? I asked you a question. Das war doch der Vater, oder? My dad gave it to me. Oder? Just give it to me. Ich weiß es nicht mehr. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. Oh Gott, das geht schief. Nein. This your daddy? Nein. Bozo. Nein. Einfach. Oh Gott, direkt schon am Anfang. Sechzehn Monate später. Krista, talk to me.
This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... We need to find a group. People we can trust. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Not anymore. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Oh, God, oh, God, oh, God. It'll be better there, right? Safer, maybe. So they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. So, Umid ist ja tot. Und scheinbar hat sie ihr Kind verloren, oder? Weil 16 Monate später... I wish Umid was here. Oh. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Na ja, toll. Super gemacht, Clementine. Das Feuer geht jetzt schon aus. Oder? Es sah zumindest danach aus. Was ist das? Zeichnung. Das ist Feuerzeug. Das, was wir brauchen. Wir haben eine Zeichnung von Kenny und seiner Familie dabei. Wir haben das Foto von Lee. 100, also das hätte mich auch gewundert, wenn wir das nicht dabei gehabt hätten. Weil Lee war ja im Grunde genommen wie ein Ersatzvater für uns. Ich finde das immer noch scheiße, dass Lee damals gestorben ist. Was? Drücke und halte die linke Maus, um das Feuerzeug anzuzünden. Ey. Ah, das ist aber cool gemacht, muss ich sagen. Das ist echt cool gemacht. Ich würde es auch nicht wundern, wenn Christa plötzlich abhauen würde. Ich glaube, sie gibt Clementine die Schuld daran, oder? Ja gut, hätte sie im Endeffekt nicht hier die Waffe liegen gelassen, wäre es vielleicht auch nicht passiert. Ich weiß es nicht. Es ist immer so eine Frage, was wäre, wenn... Are you fucking kidding me?
Warum verlässt du das Lager, Clementine? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. He's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. Ich lenk die Plünderer ab. Warum sollte ich selber wegschleichen? Warum sollte ich mich... Oh nein. Ist Christa jetzt auch tot? Sie hätte es doch so oder so nicht überlebt, auch wenn ich weggeschlichen wäre, oder? Warum muss hier jeder sterben? Get the fuck over here! Now! Oh nein, oh nein. I'm not fucking around. Das da? Shit! Get the fuck over here! Wow, 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 wow! Wow! Nein! Ah! Verdammt! Wow, 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 wow! Nimm den Stein! Nimm den Stein! Und hau auf die Hand! Braves Mädchen! Hau ab! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Lass mich! Oh, ich bin nicht gut darin, in Dingen auszuweichen. Yeah, jetzt hat's funktioniert. Jesus, are you fucking kidding me? Nein. Leave me alone! Stop fucking running! Scare me! Schön in die Hand reingebissen. Oh, Kuku! Also, sie hat gut was gelernt, muss ich sagen. Nicht mehr das kleine wehrlose Mädchen von früher, aber ehrlich gesagt, wen wundert's? Clementine, das schaffst du. Das schaffst du. Guck mal da, neben dir. Ja, ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen, komm. Oh nein, das... Nein, mich frisst heute keiner. Definitiv nicht. Weg hier. Das ist nicht meine Schuld. War im Weg. Ah, so viel los. Ist definitiv so viel los.